Hi Leute, es ist wieder soweit. AvidCarb hatte seinen ersten Produktrelease im Jahr und hat ein paar richtig coole Produkte auf den Markt gebracht. Schauen wir uns die Produkte doch mal genauer an. Als erstes haben wir den Neopren-Fingerschutz. Dieser verfügt über unser unvergleichliches AvidCarb-Tarnmuster in einer Neopren-Ausführung mit einem Klettverschluss am Handgelenk für eine super sichere Befestigung. Der Fingerschutz kommt in einer Einheitsgröße, die sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet ist. Da der Fingerschutz aus Neopren besteht, sind eure Finger auch beim Werfen der schwersten Spombs gut geschützt. Als nächstes haben wir die Carmo-Tip-Tops. Diese elastischen Carmo-Tip-Tops sind perfekt, um eure Routen beim Transport oder bei der Lagerung zusammenzuhalten. Auch sie sind aus unserem AvidCarb Carmo Neopren gefertigt, welches verhindert, dass eure Routen beschädigt werden. Die Tip-Tops verfügen über einen verstellbaren Gummizug, sodass sie für alle Routen von 9 bis 13 Fuß und alles, was dazwischen ist, passen. Auch sie sind in einem AvidCarb Design gehalten und mit einem Avid-Emblem versehen. Zu guter Letzt haben wir noch den Avid Captive Netfloat. Der Netfloat selbst besteht aus einem sehr widerstandsfähigen EVA, auf dessen Oberseite Avid eingraviert ist. Der Netfloat wird mit zwei Gummibändern geliefert. Ein Gummiband mit einer Schlaufe zum Fixieren des Netzes, was das Keschern eines Fisches enorm vereinfacht. Und zusätzlich ein Gummiband ohne Halteschlaufe, wenn ihr einen schlankeren, eleganteren Look bevorzugt. Das war der erste Produktrelease des Jahres. Ich finde, da sind ein paar richtig coole Sachen bei. Schaut doch mal bei eurem Fachhändler des Vertrauens vorbei, guckt euch die Sachen live an und ihr werdet auch davon überzeugt sein. Seid gespannt, was dieses Jahr noch so kommt, da sind ein paar richtig coole Dinge in der Pipeline.